Ich bin auch ein Freund des Videobeweises, weil ich glaube, dass das Spiel gerechter machen kann. Auf eine Art und Weise. Ich finde es auch richtig, dass man sagt, wir haben etwas Neues eingeführt, es braucht seine Zeit, wir müssen das lernen. Ich glaube, und ich kann deinen Ärger total verstehen, auch die Gegenüberstellung der beiden Szenen, alles nachvollziehbar, es braucht einen Moment. Es gibt für mich ein ganz prinzipielles Problem bei der ganzen Geschichte und ich halte das für einen wirklichen Kardinalfehler bei der Einführung des Videobeweises. Klammer auf, ich verfolge seit einigen Jahrzehnten eine Sportart außer Fußball noch und das ist Hockey. Im Hockey gibt es seit vielen Jahren den Videobeweis mit einem prinzipiellen Unterschied, der das Ganze viel richtiger macht. Im Fußball ist der Videobeweis bleibt auf der Seite der Schiedsrichter. Ja? Und was du hast ja zu Recht gesagt, einen besseren Blick konnte man nicht haben als bei der Situation. Völlig frei, keine anderen Beine im Weg, nix, er hätte alles sehen können. Im Hockey ist es so, dass der Videobeweis auf die Seite der Spieler, der Mannschaft gegeben wird und sofort genommen werden muss. Einer pro Halbzeit. Also wie vergleichbar von der Technik her wie im, oder von der Systematik wie im Tennis auch. Das heißt, du kannst als Spieler sofort so machen zum Schiedsrichter, dann wird das Spiel unterbrochen. Du hast einen Videobeweis pro Halbzeit und wenn du recht hast mit deiner Anmerkung und umentschieden wird, dann behältst du ihn, diesen Videobeweis, dann hast du ihn weiter und sonst ist er weg. Ja, einzige Kritik daran ist, du kannst es zu einem taktischen Mittel machen. Ja, das stimmt. Einmal pro Halbzeit. Aber das würde ich aushalten. Das ist das prinzipiell Falsche an diesem ganzen Gedanken, dass der Videobeweis auf Seiten der Schiedsrichter geblieben ist und nicht auf die Seite der Mannschaft der Spieler gewechselt ist. Aber das ist für mich die Krux in der ganzen Systematik. Wir werden solche Szenen... Darf im Hockey jeder das Zeichen machen? Na, selbstverständlich. Jeder Spieler. Und wenn du das Zeichen machst... Jedes Spiel einmal oder nur einmal? Nein, die Mannschaft. Die Mannschaft, einmal. Armin. Und nicht alle gleichzeitig auch nicht. Guter Spruch. Alles fair enough, alles richtig. Aber ich glaube wirklich, wir werden diese Szenen, wir werden hier sitzen und werden sagen, da hat's geklappt. Sehen wir ja gleich auch noch. Es haben ja ein paar Sachen gut gemacht. Wir werden aber immer wieder solche Situationen. Ist doch abstrus. Das ist doch, ich meine, das mit der Elfmeterentscheidung ist doch absurd. Das macht das ganze Spiel, zerreißt das ganze Spiel. Du weißt nicht mehr, wo du bist. Ich habe am Freitag das Spiel gesehen, Schalke Leverkusen. Da kommen sie auch irgendwann mit Videobeweis und ich war fest überzeugt, dass die gucken, ob da, als er an der Seitenlinie... Wir haben eine rote Karte, habe ich gedacht. Wir gucken aber nach was ganz anderem. Im Hockey ist es dann so, der macht dann so, dann kommt der Videoschiedsrichter und der sagt nur, es gibt einen Grund deiner Entscheidung, er spricht ja nur mit dem Schiedsrichter. Es gibt einen Grund, deine Entscheidung zu revidieren, dann revidiert er oder no reason. Aber Johannes, dann sage ich dagegen, wenn die drei glasklare gegen sich kriegen in einer Halbzeit, dann dürfen sie die anderen beiden nicht mehr monieren. Ist das fair dann? Wie meinst du das? Beim Hockey. Die dürfen doch nur einmal, sagst du. Einmal? Ja. Und wenn sie recht haben mit ihrer Intervention, erneuert sich dieser Video. Ah, richtiger Hinweis. Dann erneuert sich der Video. Du darfst nächste Woche gerne wiederkommen, dann machen wir es noch ausführlicher. Nein, ernsthaft. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe recht. Stefan, lass uns das Schlimme. Lass uns die nächste Szene mal angucken. Nein, natürlich nicht. Der entscheidet doch. Der hat doch zwei Augen im Kopf. Der entscheidet. Wie früher. Und da er nicht alles sehen kann, fair enough, das andere sind ja auch Leute, die die Sportart verstanden haben, darfst du einmal pro Halbzeit, und wenn er weg ist, ist er weg.